So, und da sind wir auch schon wieder in der neuen Runde Evolve. Dieses Mal mit dem frisch unlockten Griffin. Und ich habe den ja bereits einmal gespielt, so als No-Commentary-Ding. Und das müsste eigentlich auf YouTube auch mittlerweile hoch sein. Aber ich habe es noch nicht mit Commentary gemacht. Insofern dieses Mal mit Commentary. Und der hat kein Pet dieses Mal, sondern ein paar andere Sachen. Zum Beispiel so ein wie soll man am besten dazu sagen? Ein Sensor, so ein Sensorfeld. Das kann man irgendwie aufbauen und dann jedes Mal, wenn das Monster sozusagen da reinrennt, wird es auf der Karte markiert. WZW in der UI. Und das ist eigentlich ganz praktisch, gefällt mir sogar ein bisschen besser als das Pet, weil eigentlich das Pet nur so eine Erweiterung von dem ist, was man sowieso schon durch die Spuren hat. Und normalerweise reicht es ja, den Spuren da zu folgen. Und das Pad läuft ja dann irgendwie nur halt so ein bisschen schneller dahin. Der Witz ist Alright, halt, folks. diese Dinger sind jetzt komplett sozusagen einfach als Coverage für das Areal verfügbar. Das heißt, man kann im Endeffekt einfach nur ein Areal sozusagen überwachen, ohne irgendwie da zu sein. Und sobald irgendwie das Viech auch nur einen Schritt da reinsetzt, kriegt man sofort Benachrichtigung. Das ist, finde ich, wesentlich praktischer. Erlaubt natürlich am Anfang noch nicht so wirklich was, aber vor allem dann, wenn man halt weiter durchs Spiel sozusagen kommt, merkt man das auf jeden Fall. So, ich vermute mal einfach, wir müssten irgendwo hier hinten lang gehen, weil das Viech finden wollen. Ist ein bisschen blöd, dass es keine Fußspuren gibt beim Kraken, weil der sofort fliegt. Insofern müssen wir jetzt einfach mal gucken, dass wir irgendwo Fußspuren finden. Sieht aber eigentlich ganz gut aus, die Richtung hier. Wohl. Mehr als weiterlaufen können wir, glaube ich, nicht machen. Da, verdammt. Okay, dann war es genau die falsche Richtung. Ja, okay, das Ding da am Boden war dann kein Fußstapfen, das war einfach nur ein Insekt. So, okay. Jetzt haben wir wenigstens eine grobe Richtung. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man am Anfang so gar nicht weiß, wo das Viech ist, weil es keine Fußspuren gibt. Das war natürlich intelligent vom Kraken-Spieler. Schlecht für uns. Vielleicht hätten wir auch einfach nur ein bisschen mehr gucken müssen. So, ich pflanze hier mal noch eins. So, oh. Wie ist der schon wieder weg? Hallo? Ach ja, klar, natürlich. Lauf doch in Pflanzen rein. Eine super Sache das. Geschieht mir aber auch andauernd. Insofern, was ist denn da los? Wieso ist denn da schon einer tot? Hä? Nee. Eigentlich nicht, aber. Oh well, ich höre, glaube ich, Kraken. Da oben! Verdammt! So. Mobarena ab! Und du hast nichts zum Verstecken. Mein Freund. Ich brauche ein Schild. Verdammte Hacke. Uiuiui. So, schnell raus hier. Bevor uns da wieder irgendwas im Wasser erwischt. Uiuiui. Nope. Aha! Will ich wieder down gehen? Uiuiui. Well, bitte. Verdammt. Ja, da wurde ich nicht geheilt. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt, wenn das Monster sich auf fokussiert, immer wirklich nicht so recht, was ich dann machen kann. Danke sehr, Val. So. Der Kraken ist wieder da hinten. So, und ich könnte ja auch mal versuchen, den zu cappen. Verdammt. Hat er mich wirklich komplett die gesamte Strecke wieder zurückgefeuert. Das kann der Kraken übrigens auch sehr gut, also zurückboxen.
So, da merkt man übrigens auch mittlerweile, wie die Coverage hier einem hilft. Weil wir haben jetzt genau wieder die Positionen da. Ich habe ihn noch nicht getroffen. Nee, das sieht schlecht aus. Aber wir sehen wenigstens trotzdem so ungefähr, wo er ist. Ist leider nur die Coverage zu Ende da vorne. Heißt, ich muss da wieder neue Sensoren versuchen zu platzieren. So. So, Sensor. Bumm. Kommt er? Oh, 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 oh. Ich hab's sogar gehört, dieses Mal. Da muss das wohl irgendwo hier unten sein. Ja. Bräuchte eigentlich jetzt meine Markierung, glaube ich zumindest. Damit ich meinen Grappling Hook hier reinhauen kann. So, da hakt es gerade ein bisschen hier wieder, aber. Oh mein Gott, Val, bleib lebend! Ich glaube, Val ist gerade down gegangen. Heißt, ich gehe da mal kurz hin und hole uns. Uiuiui, das war aber nicht gut. Oh well. Ja, jetzt sind wir wieder down. Das geht irgendwie viel zu schnell. Oh, 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 oh. Ich glaube, es ist wirklich noch einer da. Und der ist, glaube ich, gerade auch ein bisschen im Arsch. Verdammt. Nicht mal mehr verdammter Dingens ist hier ist da. Ja, das geht nicht. Verdammter Köter, wollte ich gerade sagen. Aber das ist ja gar nicht, der ist ja gar nicht da. Na gut. Erste Runde Griffin. Eher mies. Da wurden wir ein bisschen kaputt gemacht. Okay. War schade.